Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck hoch tief. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Baubranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,3%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 51% und das liegt in einem guten Bereich, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier schaut es noch besser aus, denn hier haben wir momentan einen Wert von 38% und das ist sehr gut, meiner Meinung nach. Damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also, das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 1,0 auf 1,91 Euro je Aktie. Allerdings gab es hier in diesem Zeitraum 2 Dividendenkürzungen. Damit vergebe ich ja insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crash-Phase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet. Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich gleich geblieben. Allerdings nicht in jedem Jahr, sondern hier gab es einmal eine Dividendenkürzung und damit vergebe ich hier insgesamt ebenfalls einen halben Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um 13% gefallen, also für die letzten 5 Jahre. Und damit vergebe ich insgesamt einen Minuspunkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende ansteigen, und zwar von 1,1 auf 4,75 Euro je Aktie. Allerdings erscheint mir hier diese Prognose als sehr hoch gegriffen zu sein von den Analysten, aber da müsste man natürlich mal schauen, ob das dann so eintrifft oder in welche Höhe dann wirklich die tatsächliche Dividende ausfallen wird, die nächste. Aber momentan schauen die Prognosen hier also ganz gut aus und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und hier soll laut den aktuellen Analystenprognosen der bereinigte Gewinn je Aktie ansteigen, und zwar von 6,65 auf 7,05 Euro je Aktie. So zumindest die aktuellen Prognosen für das Jahr 2022, das wie gesagt, das noch nicht abgeschlossen ist. Und damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt hoch tief in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 3,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Dividendencheck-Ampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck für 2023 bis jetzt und hier landet die Aktie momentan mit den 3,5 erreichten Punkten auf dem 8. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Ranglisten, also die abgeschlossenen Ranglisten für 2022 und 2021, könnt ihr übrigens hier direkt oberhalb dieser Rangliste hier über diesen Link hier abrufen. Und auf diese Seite, die ihr seht, kommt ihr übrigens direkt über den Link unter dem Video, also wenn ihr da draufklickt. So, dann zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist und das mache ich wie immer im Aktienfinder und ich sehe immer zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist ca. Mitte Januar 2023 und dann haben wir hier noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir hier erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal hier mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.